drop of ink on a yellow leaf blows up a tank on a pageless book. I see a shrine of their shameless belief swallowed whole by a scrupulous crook. And I'm not doing time, not doing time for a gone clue stuck in the sky. And I'm not Predigt, das bedingungslose Grundeinkommen, heute wieder aus dem Zentrum Danziger 50 am Prenzlauer Berg. Ich bin Rolf Genzek und ich darf das jetzt mal ganz persönlich sagen, heute am 13. April des Jahres 2014, heute mein persönliches Hörfunkjubiläum vor genau 19 Jahren, am grünen Donnerstag, den 13. April 1995, bin ich das erste Mal beim offenen Kanal Berlin damals on air gegangen. Also wie gesagt, mein Jubiläum heute. Danke an alle Hörer. Und damit möchte ich jetzt mal gleich überleiten zu Juliane. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rolf. Und wir haben auch noch den Michael Filsch an der Technik. Hallo Michael, aber zu ihm kommen wir später. Und wir haben heute Gäste zum Thema Kinder oder alleinerziehende Mütter und das BGE. Und da haben wir einmal Frigga Wendt, Mutterhochschul HAZI. Was das genau ist, erklärt sie uns im ersten Redeblock selbst. Also Hochschul HAZI und Diplomphysikerin und Mitglied der Initiative Akku Mensch. Außerdem Streiterin für ein BGE. Und sie ruft alle Mutigen auf, die evolutionären Wendeaktivitäten noch wilder zu treiben. Hallo Frigga. Hallo Juliane. Dann haben wir Birgit Kind, Mutter einer heute 37-jährigen Tochter, studierte Diplom-Ingenieurin und Innenarchitektin. Und ich habe hier Trennung 1981, ab dann Schikanen von Amt in Sachen Arbeitslosen- und Kindergeld. Mit BGE wäre ihr viel Leid erspart geblieben, sagt sie. Und sie sagt auch, Hartz IV ist gewollt, um Arbeitsplätze zu generieren, und zwar für Anwälte, Ärzte, Pflegefamilien. Hallo Frau Kind. Genau, ich spreche nicht ganz ins Mikrofon. Ach so, sein. Unser Gast spricht nicht ganz ins Mikrofon, aber das, da kommen wir gleich zu. Wir wollen erstmal, oder ich will erstmal sagen, worum es heute geht. Es geht ums Thema Alleinerziehende und Hartz IV, beziehungsweise Alleinerziehende und das BGE. Wäre man als alleinerziehende Mutter oder auch Vater, wir haben heute leider nur keinen Vater hier sitzen, sondern nur Mütter, wäre man als Alleinerziehende mit dem BGE besser dran als mit Hartz IV? Darüber wollen wir uns heute unterhalten und wir wollen natürlich auch wissen, was muss man als Alleinerziehende über sich ergehen lassen, wenn man womöglich keine Arbeit hat. Aber vorher machen wir erstmal eine Musik. Micha, bist du bereit? Das ist ein Gewäsch. Das ist ein Kriegsfeuerfang. Ich speziell ne Lavas. Nur ein Pöfenka. Bum, bum, lass watze. Bum, bum, lass watze. Bum, 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 lass watze. Bum, bum, lass watze. Bum, 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 lass watze. Boom boom light watchy, voila boom 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 light watchy, voila boom boom light watchy, voila boom 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 light watchy.
Ja, seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt jeden zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr das bedingungslose Grundeinkommen, kurz auch BGE genannt. Der BGE-Predigt kann nicht nur weltweit live auf rockradio.de, sondern auch öffentlich in der sozialen Kellerbar des Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50 in Berlin-Prenzlauer Berg gehuldigt werden. Damit kein BGE-Jünger umsonst erscheint, ist an diesem Tage die soziale Kellerbar von 15 bis ca. 19 Uhr geöffnet. Der Altarwein kann zum göttlichen Vereinspreis erworben werden. Gepriesen sei das BGE. Hostien und Chips sind aber bitte selber mitzubringen. Alle örtlichen abtrünnigen BGE-Jünger können ihre BGE-Beichte außerdem auch gerne über den Chat von rockradio.de ablegen. Jo, und wir haben heute das Thema Alleinerziehende und BGE. Ich habe es ja schon angekündigt, wir haben zwei alleinerziehende Mütter hier bei uns im Studio in der Kellerbar. Und wir kommen zuerst zu Frigga Wendt, Mutter und Hochschul-Hazi. Das wollen wir natürlich erklärt haben. Frigga, stell dich einfach mal selber vor. Ja, also Frigga Wendt mein Name, zu vornamhaften Eltern, sage ich immer nur. Und ja, ich habe mal Physik studiert. Direkt nachdem ich fertig war mit der Schule und ein Jahr gearbeitet hatte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und im Laufe der Zeit, zum Ende des Studiums, hat es sich bei mir privat ergeben, einen tollen Partner zu finden und ein Kind zu bekommen. Die tolle Partnerschaft war nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, es gab immer zunehmend Streit. Und ein wichtiger Grund für diesen Streit war immer das chronisch Geld fehlte. Geldmangel, Unzufriedenheit wegen Geldmangel. Darf ich mal fragen, weniger. Wovon habt ihr damals gelebt? Von deinem Einkommen, vom Einkommen deines Partners oder wovon? Jeder hat im Prinzip sein eigenes Einkommen gehabt, aber er hatte gerade, war in der inneren Kündigung begriffen und hatte keins mehr. Und dadurch habe ich ein bisschen so von meinem Einkommen, was ich als Student hatte, unter die Arme gegriffen. Und später war es dann auch so, zum Ende des Studiums, also es war ja eigentlich alles schon Ende des Studiums, was sich nur verlängert hat aufgrund des Kinderkriegens, dass ich dann mein eigenes Kindergeld hatte, das Kindergeld meines Kindes, und ich war gezwungen, Unterhaltsvorschuss zu beantragen, weil es einfach nicht gereicht hat. Und es gab noch damals das Erziehungsgeld 2 Jahre lang, und von dem Erziehungsgeld haben wir Miete und Krankenversicherung gezahlt. Ja. Das waren 300 Euro. Und ich hatte eine super billige Wohnung. Das ging auch wirklich nur, es war so eine Übergangsnotlösung, wo man im Prinzip nur ein Taschengeld hat, um den Monat zu überstehen. Und da man in der Freizeit sowieso nichts gemacht hat, außer mit dem Kind spielen und die Diplomarbeit schreiben, war das für dieses eine Jahr in Ordnung. Aber es war letztendlich eine finanziell extrem belastende Situation, als ich dann den Unterhaltsvorschuss beantragen musste, der vorrangig vor anderen Sozialleistungen war. Und der hat im Prinzip, also dieser Fakt hat dazu geführt, dass es mit dem Vater immer schwieriger wurde und auch in die Brüche ging, langfristig gesehen. Warum genau, habe ich jetzt nicht verstanden? Also dazu kann ich später auch nochmal konkret eingehen. Also natürlich sind immer irgendwie verschiedene Faktoren, sage ich mal, Auslöser dafür, wenn irgendwas nicht mehr läuft. Aber bei uns war das ein sehr verstärkender Faktor, einfach diese Unzufriedenheit, kein Geld zu haben, auch mit Migrationshintergrund. Also den habe ich auch. Ich bin aus Schwerin eingewandert, er ist ein paar Kilometer weiter, ist aus Marokko hergekommen und hat auch gleich den Kulturschock noch hier gehabt. Und ja, also die Schwierigkeit ist einfach, wenn die Ehre angegriffen ist, also der Vater sich im Prinzip zurückgesetzt fühlt. Im Islam ist der Mann der Versorger der Familie und plötzlich ist er erstmal von der Frau abhängig und von ihrem Willen und dann auch noch, dass sie ihn offiziell verleugnet und sagt, ich bin allein für das Kind, ich kümmere mich hier allein um das Kind und brauche deswegen Unterhaltsvorschuss. Denn er war ja eigentlich sozusagen, hat ja auch nicht bei mir gewohnt und dadurch kam das auch überhaupt nur mit dem Unterhaltsvorschuss zustande. Und das Ding ist einfach, dazu werde ich später auch nochmal was sagen. Ich habe einen sehr schönen Brief an die Frau vom Unterhaltsvorschuss geschrieben, der, lag mir auf der Seele, das hier auch nochmal vorzutragen später. Den wirst du später hier verlesen. Genau. Ich werde jetzt einfach mal zu mir nochmal weiterkommen, weil das sind jetzt erstmal so die Vorgeschichten gewesen. Da war ich selber noch nicht in irgendeiner Szene aktiv. Ich habe die ganze Zeit auch gerade, mein Kind ist 2006 geboren und 2006 ist auch von Götz Werner dieses Buch erschienen zum Grundeinkommen, und ich habe in der Zeit mich einfach ganz stark mit der Situation auseinandergesetzt, wie wollen wir als Menschen miteinander leben? Wie ist das mit der Arbeit? Die Arbeit wird immer weniger. Wie soll sich jeder einbringen? Also ich habe mir da eigentlich Jahre
lang für mich meine eigenen Gedanken gemacht und habe dann im Familienkreis und im Freundeskreis diskutiert, bin da aber nicht weitergekommen. Da kam immer, ja, aber sieh doch mal zu, du musst jetzt mal deinen Abschluss machen, mit deinem Kind zusammen ist das noch viel wichtiger, dass du endlich eine ordentliche Arbeit findest. Andere, die keins haben, die können ja vielleicht in irgendeiner WG leben, bis sie 35 sind, aber du musst jetzt mal langsam in die Puschen kommen. Und da war immer so Sorge und auch so, das schwang immer so mit, wie würdest du es denn schaffen? Gerade auch von den eigenen Eltern so ein bisschen. Wurdest du da unterstützt von den Eltern oder nicht so? Also das ist so, meine Mutter war schwer krebskrank und die hat mich ganz stark unterstützt, obwohl sie krank war und konnte aber eben nicht auf die Weise unterstützen, wie es notwendig gewesen wäre, zum Beispiel eine Vollzeit-Großmutter sein, wie das in China üblich ist, dass die Mutter in die Fabrik geht und der Vater und die Oma dann den ganzen Tag fürs Kind da ist. Das ging einfach gesundheitlich nicht und mein Vater hat mich geistig seit meiner Kindheit so aufgerüstet, dass ich eigentlich gar keinen Wunsch habe, mich in dieses System so rein zu begeben, dass ich daran scheitern muss. Also von daher bin ich diesen beiden so dankbar, einfach für meine Kindheit, die ich hatte, dass ich dadurch auch so aus mir rauskommen kann, das in relativ kurzer Zeit. Also ich musste gar nicht erst so viel Abwege gehen, sondern habe das eigentlich relativ zielstrebig dann erreicht. Jetzt so auf diese Weise hauptsächlich Aktivist zu sein und nebenbei auch noch selbstständig. Also und das auch irgendwie mit dem Amt noch nett zu koordinieren. Darauf bezieht sich auch der Name Hochschul-Harzi. Wir hatten mal in der Bürgerinitiative für bedingungsloses Grundeinkommen eine Idee, nämlich, dass wir ein besseres Image für Hartz-IV-Empfänger darstellen oder dem Hartz-IV ein besseres Image geben. Die meisten Leute sind nämlich nicht arbeitsfaule oder arbeitsscheue, sondern wollen sich irgendwie einbringen, mit Geld oder auch ohne Geld. Und da hatte ich mich einfach als Hochschul-Hartz-IV-Empfänger geoutet. Und es ist nämlich so, dass in Berlin ziemlich viele Hochschulabgänger auch Hartz-IV beziehen. Weil es ja immer in den Medien so dargestellt wird, als dass Leute, die einen ordentlichen, in Anführungsstrichen, Abschluss haben, dass die natürlich auch in Deutschland einen ordentlichen Arbeitsplatz finden und genug verdienen. Es ist ja nicht so, aber dass es eben nicht so ist, wird in den Medien ja völlig vertuscht, ne? Genau, und das wird auch häufig, gerade wenn irgendeine Wahl im Spiel ist, dann wird immer gesagt, Fachkräftemangel und so weiter. Genau. Und ich weiß das von vielen Leuten, die sich wirklich also sehr ernsthaft beworben haben, die überhaupt nicht so systemrebellisch veranlagt sind wie ich, die ständig gehört haben, dass das alles nur Märchen sind, was man da erzählt. Weil die Leute eben zu teuer sind, nicht? Weil wir haben wahrscheinlich eher einen Mangel an billigen Fachkräften. Also so wäre es wahrscheinlich korrekt, ne? An billigen Fachkräften und an welchen, die eben explizit genau diese eine Tätigkeit machen können, die ausgeschrieben ist. Also sagen wir mal allgemein, jemand, der als Ingenieur oder als Physiker ausgebildet ist, der ist vielleicht nicht für den einen speziellen Job geeignet, bei Siemens irgendwelche Fehler in die Handys einbauen, dass die nach 2 Jahren kaputt gehen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht aus dem Stand. Dazu müsste ich erst einen Lehrgang machen und müsste mich da erst reindenken. Ich weiß zwar, wie Kondensatoren und Transistoren und so weiter funktionieren. Mit ICs kenne ich mich jetzt dank meiner Lernwerkstattarbeit auch ein bisschen aus, aber das gehört nicht zum Physikstudium. Und das müsste man dann wieder gezielt nachrüsten und nachbilden. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Ingenieuren aussieht, aber jedenfalls dieser Fachkräftemangel ist natürlich auch so ein bisschen künstlich so aufgestellt. Da hätte man auch anders nachsteuern können, dass die Leute da breiter, einfach es leichter haben, reinzukommen und man sie nicht gleich vor irgendwelche unlösbaren Hürden stellt, wo sie in der ersten Woche scheitern. Wie sieht's denn heute bei dir aus, deine aktuelle Situation? Also dein Sohn ist jetzt 8. Genau, geht in eine freie Schule. Wovon lebst du? Wie sieht das bei dir aus? Du lebst ja, wie der Name Hochschul-Harzi schon sagt, von Hartz-IV. Und ich lebe nicht von Hartz-IV, ich lebe mit Hartz-IV. Oder du überlebst mit Hartz-IV. Ich lebe von Essen und Trinken, Luft und Liebe, Wasser. Wie stellt sich das im Alltag da? Was hast du da für Erfahrungen auf dem Amt, wenn du sagst, ich bin alleinerziehende Mutter, wird da drauf Rücksicht genommen, wird gesagt, okay, wir brauchen ja in Deutschland, oder es wird ja immer gesagt, wir brauchen in Deutschland Kinder. Leute, kriegt bitte Kinder. Akademikerinnen sollen ja erst recht Kinder kriegen. Genau, sagen die Leute, 2 kriegen oder mehr. Und so falle ich schon raus. Ich habe ja nur ein Kind. Also ich müsste mir jetzt eigentlich noch ein zweites Kind. Aber wirst du auf dem Amt hofiert, dass man sagt, oh wunderbar, da ist eine Akademikerin, die hat sogar ein Kind? Ja, so ein bisschen. Also das muss ich dazu sagen, weil ich ja sehr viel auch ehrenamtlich mit Kindern arbeite und teilweise eben damit auch Geld verdiene. Deswegen ist es schon so, dass die mich da behandeln, als wäre ich jemand, der eine bessere Position hat. Also als wüsste man so, bei mir wird man nicht gleich versuchen, mich zu sanktionieren. Ich spreche auch immer Sanktionen an, wenn ich da mal hingeladen werde, was jetzt schon lange nicht mehr der Fall war. Und da sagt man dann, ach, für Sanktionen, also über sowas reden wir doch hier gar nicht, so diese schmutzigen Themen. Und die
finden das gut, dass ich engagiert bin. Sie sagen natürlich immer noch, es kommen diese Zeigefingergesten, ja, ja, sie müssen aber ein bisschen mehr Geld verdienen und so weiter. Und wir wollen doch langfristig, dass sie dann das auch gut haben. Also so, man versucht es mehr auf diese bestecherische Seite. Verstehe. Also die, mit Druck. Du willst es doch auch. Ja, du willst es doch auch, genau. Ne? Du willst es doch auch. Und nicht irgendwie, ja, du musst, sonst kriegst du eine Sanktion, weil sie wissen, dann haben sie mich komplett in dieser Schiene mit Anwalt und so weiter. Und das machen sie lieber mit anderen Leuten, die mehr so Opfer-Image, wo dann auf der Stirn steht, ich bin ein Opfer. Da wird gern getreten. Das habe ich ja erlebt im selben Jobcenter mit den, also dort habe ich ja Leute hinbegleitet und die eine andere berufliche Vorbildung hatten oder anders aufgestellt waren und die werden dann eher gezielt getreten. Und das wahrscheinlich auch Leute, die jetzt nicht so selbstbewusst auftreten und nicht durchblicken lassen, dass sie auch wissen, was ihnen zusteht und was nicht. Das ist ja auch bekannt. Wie, du bist also eine sogenannte Aufstockerin, ist das richtig? Genau. Du verdienst Geld und bekommst den Rest vom Amt dazu. Genau, also es ist so, ich habe Einnahmen und einmal im halben Jahr mache ich sozusagen Kassensturz. Dann muss ich meine ganzen Einnahmen und Ausgaben als Einkommenserklärung fürs Jobcenter darlegen und dann reiche ich das ein und dann kriege ich dann eine Abrechnung, wenn ich sie dann mal kriege. Also es kann auch sein, dass sie mich mal wieder vergessen haben. Ja, dann muss ich das dann zurückzahlen, was ich zu viel bekommen habe. Okay, und du würdest aber trotzdem sagen, wenn du sagst, okay, die Erfahrungen sind jetzt nicht so schlimm auf dem Amt, aber du wärst mit einem BGE doch besser dran und auch zufriedener. Auf jeden Fall. Also erstmal die viele Arbeitszeit, die ich dazu hätte, um andere Dinge zu machen und mich nicht mehr fürs Grundeinkommen einsetzen müsste und nicht mehr gegen Hartz IV kämpfen müsste. Also das wäre, denke ich mal, auch für andere Leute schön, weil ich viel mehr Projekte dann realisieren könnte, die also jetzt nicht im Kontra des Systems sind, sondern die eben so mit einem neuen System ja, zu tun haben. Also vom Amt halten die einen ja auch beschäftigt wohl dann, ne? Die halten einen ziemlich gut beschäftigt. Also im Moment bei mir ist es jetzt gerade die Situation so, dass sie gesagt haben, ja, ich wollte die die EGV, die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben. Da habe ich ihn gebeten, ganz freundlich, der hat übrigens einen Doktortitel, mein Vermittler, ganz freundlicher Mensch, da habe ich ihn gebeten, keine Sanktionen da reinzuschreiben, beziehungsweise mir gar keine solche Eingliederungsvereinbarung zu schicken. Und da hat er dann gesagt, ja, dann schicke ich Ihnen doch keine mehr. Ich habe das Abo gekündigt und jetzt habe ich Ruhe. Gut, das ist natürlich prima, aber da muss man auch dazu sagen, so toll läuft's nicht bei allen. Ne? Das ist die absolute Ausnahme. Also ich kenne das von so gut wie keinem, bis auf Ralf, bevor er da seine Selbstanzeigen geschrieben hat. Kenne ich niemanden, bei denen das so gut läuft. Also Micha hat da vielleicht auch noch einiges. Genau, meldet sich schon zu Wort. Willst du da was einwerfen? Ja, nee, ich wollte Frigga was fragen. Hast du den Eindruck, dass, also du gehst ja wirklich nicht als in die Opferrolle eben halt in dieses Jobcenter. Hast du den Eindruck, dass das, sage ich mal, mehr daran liegt, dass du eben halt sehr resolut da auftrittst und ich sage mal, ja, Kenntnis hast, wie das läuft und wie man sich wehrt? Oder hängt es mehr von deinem Bildungsgrad ab? Was denkst du? Also ich denke, der Bildungsgrad ist erstmal der Türöffner gewesen. Also ich bin da hingekommen, da hatte ich Narrenfreiheit. Also ich war noch in dieser 3 Jahre Erziehungszeit und kam mit dieser Narrenfreiheit dahin, dass man mich nicht vermitteln konnte. In der Zeit konnte ich mich darstellen und konnte meinen Hochschulabschluss dann eben auch vorweisen. Und das ist natürlich so ein Türöffner. Man hätte mir wahrscheinlich gar nicht zugehört bei meinen ganzen Ideen und Vorhaben, wenn ich nicht so einen Hintergrund gehabt hätte. Davon gehe ich aus. Und dann kommt natürlich dazu noch dieser persönliche Bonus. Erstmal eine Frau. Frau trifft Frau im Jobcenter, Solidarität. Mann trifft Frau, Mitleid. Beim Mann dagegen ist ja in der Regel Konkurrenz oder irgendwie Unverständnis. Und da werden die Sanktionen eher ausgesprochen. Also es gibt da schon so ganz viele kleine Dinge. Das heißt nicht, dass ich das da gut hatte, dass ich so eine Hartz-IV-Situation habe, aber das heißt einfach, dass ich eine Situation habe für mich, in der ich Glück hatte und andere Leute eben das nicht so haben. Ja, na da kann ich noch eine andere Kategorie damit da hinzufügen. Kumpelhaft kann man auch umgehen im Jobcenter mit dem Mann zu Mann, wenn man weiß, wie man das Ganze eben halt anstellt. Wissen wir, was man ausstrahlt, bekommt man auch zurück. Ich würde das Ganze mal den Blog mit einer Musik abschließen. Ja, können wir gerne machen. Okay. Gut, okay. Wollte natürlich nicht jetzt so zwischenfunken, aber denk mal an der Musik erstmal und dann machen wir weiter. Was ist das?
Hit. Ich hör'n gern Rock'n'Roll. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Heute wieder live aus der Danziger 50, aus dem Zentrum Danziger 50 am Prenzlauer Berg. Und das Ganze hier auf rockradio.de. Und wir haben auch den Chat natürlich geschaltet, so wie immer. Micha, und es gibt die ersten Anrufer, der wie heißt das? Kommentare. Kommentare, ja. Und ja, es gibt ja nicht nur... Ich muss natürlich mein Mikrofon auch öffnen, wenn ich was sagen will. Und dann geht's ein bisschen besser oder bin ich ein bisschen besser zu hören. Und ja, es gibt ja eben halt auch im Chat nicht nur immer den Gast, sondern auch die Gästinnen. Beziehungsweise haben wir jetzt hier im Moment die Gastine. Und sie sagt, es wird keine Rücksicht auf Alleinerziehende genommen. Ganz im Gegenteil, es werden so viele Steine in den Weg gelegt, dass man verzweifeln könnte. Da haben wir so eine gute Überleitung, weil unsere zweite alleinerziehende Mutter heute, Frau Kind, hatte mir schon einiges geschrieben im Vorfeld und das könnte man mit dem Kommentar aus dem Chat so überschreiben. Erzählen Sie mal selbst. Ich bin Birgit Kind, Dippel Inc. Innenarchitektin, Feng Shui-Kundige, Geistheilerin und Textilkünstlerin. Ja, ich war ebenfalls wie Frigga kurz vor Examensende Mutter geworden und war allerdings verheiratet und ich selbst also Studentin in der Ehezeit. 3 Jahre später haben wir uns getrennt. Mein Ehemann wurde halt wieder zurückgestuft in Steuerklasse 1 und musste Unterhalt zahlen. Das tut ein Mann natürlich nicht so gerne und 2/3 der Unterhaltspflichtigen zahlt nicht. Ich war leider auch dabei, dass ich nichts bekam. Also musste ich klagen. Ich habe inzwischen 50 Anwälte gebraucht, habe dann aufgehört zu zählen und habe Ärger mit dem Arbeitsamt wegen Kindergeldzahlungen gehabt. Darf ich eben fragen, Sie haben aber damals Ihre Tochter zu sich genommen und haben dann allein mit Ihrer Tochter gelebt. Habe ich das Wir jetzt so richtig verstanden? Wir sind in unserem Haus geblieben. Mein Ex-Mann ist ausgezogen und hat 2 weitere Frauen geschwängert. Das heißt, er musste also an 3 Frauen Unterhalt zahlen, wenn er gezahlt hätte. Er hat mit Hilfe des Jugendamtes für das mittlere Kind gezahlt, weil das Jugendamt nur unehelichen Kindern hilft. Ehelichen Kindern nicht. Das muss man alleine per Gericht. Ah ja, okay. So, das war erstmal so der Beginn. Dann bin ich zum Arbeitsamt, wollte eine Vermittlung als Innenarchitektin. Dort wurde mir eine Umschulung zur Floristin ans Herz gelegt. Aber da hatten Sie nicht nachgefragt, oder? Nein, im Gegenteil. Wir standen uns schreiend gegenüber, der Sachbearbeiter und ich. Und ich knallte die Tür und verließ den Raum. In der ganzen Zeit hatte ich überhaupt keine Geldzahlung oder sowas vom Amt. Wovon haben Sie gelebt? Ich habe gelebt von den Unterhaltszahlungen, die ich kleckerweise bekam, die zu niedrig waren, und von meiner Familie. Okay. Später bin ich dann nach Berlin gezogen, um ein 2. Studium zu beginnen und abzuschließen. In der Zeit habe ich mein Haus untervermietet, um dann nach dem Studienende zurückkehren zu können. In der Zwischenzeit wurde das Haus versteigert, weil meine Haushälfte zwar schuldenfrei war, aber die andere Hälfte, die meinem Ex-Mann noch mitgehörte, war mit Schuldeintragungen belastet im Grundbuch. Davon erfuhr ich erstmal nichts, sondern erst als die Steigerung bevorstand. Und da konnte ich nichts mehr machen, nicht mehr auf Härteklausel per Gericht das stoppen oder irgendwas. Also meine Haushälfte ging mit in die Versteigerung. Und der Gläubiger, der auf der Grundbuchhälfte meines Ex-Mannes eingetragen war, war sein Schwiegervater, sein neuer. Nachtigall, ich höre dir zwitschern. Der ist Unternehmer einer Bettwäschefirma und er hat also viel Geld, mein Ex-Mann hatte viel Geld und wir hatten nichts.
aus der Haushälfte, die mir gehörte, schuldenfrei, habe ich bis heute keine müde Mark gesehen, weil das Geld für angebliche Steuerschulden meines Ex-Mannes irgendwo in Krefeld auf dem Finanzamt liegt. Wahnsinn, ja. Das sind so die groben Eckdaten. Und Sie haben die ganze Zeit, während sich dieses Theater, kann man ja schon sagen, abgespielt hat, haben Sie im Grunde von unregelmäßigen Zahlungen gelebt mit dem Kind, also von genau. Familienzuwendungen und genau. von unregelmäßigen Zahlungen Ihres Ex-Mannes. Genau. Sind Sie da zum Amt gegangen, zum Arbeitsamt und haben da oder zum Kindergeldamt oder wo man da hingeht und um Hilfe fragt, weil man braucht ja mit dem Kind gerade ein regelmäßiges Einkommen. Was war da? Ich habe gefragt. Dort hat man erstens auf dem Arbeitsamt mich umschulen wollen zur Floristin. Auf dem Sozialamt hat man mich gefragt, ob meine Familie Arbeit und Geld hätte. Das habe ich ehrlich bejaht. Daraufhin sollte ich die anbetteln. Ach, das war damals noch so. Und mein Dozent wollte mich allerdings übernehmen in seine Firma. Der war Möbeldesigner. Jetzt kam aber Folgendes. Da ich in der Ehe Studentin war, würde ich, wenn ich dann arbeiten würde, keinen Unterhalt von meinem Ex-Mann mehr bekommen, weil die ehelichen Verhältnisse Grundlage dafür sind, ob man den Unterhalt bekommt oder nicht. Das heißt, ich hätte mit dem kleinen Kind, 3 Jahre alt, gearbeitet, hätte dann aber keinen Unterhalt mehr zusätzlich bekommen. Hm. Hätte ich in der Ehe schon gearbeitet, hätte ich noch zusätzlich Unterhalt bekommen. Also völlige verrückte völlig Regelung. Irrsinnig, ja. Dann kam hinzu, das Jugendamt kommt obligatorisch, wenn man sich trennt, um zu gucken, wo das Kind am besten aufgehoben ist. Okay. So, jetzt saß dieser Jugendamtsmensch in meinem Wohnzimmer und fragt, warum haben Sie sich getrennt? Das dürfen die oder das war ein besonders neugieriger Mensch? Das dürfen die, denke ich. Okay. Ich sage ehrlich, ja, mein Ex-Mann hat eine neue Frau, Freundin und ein Kind mit ihr. Und er wohnt bei ihr. Daraufhin sagt der Jugendamtsmensch, okay, dann führen Sie eine neue einheitliche Ehe, eine Vater-Mutter-Kind-Ehe. Haben Sie auch einen Liebhaber? Daraufhin sage ich ehrlich, nein. Daraufhin sagen Sie, okay, dann ist das Kind da besser aufgehoben. Es ist eine intakte Familie. Wahnsinn. Wenn ich arbeiten ginge, wäre noch ein Punkt mehr für die intakte andere Familie und ich hätte mein Kind verloren. Ich stand also immer vor der Wahl, gehe ich arbeiten oder behalte ich mein Kind. Wahnsinn. Wann war das? In welchem Jahr, um das mal eben sich... Das war Anfang der 80er. Okay. Da war mein Kind 3 Jahre. Also das heißt, man ist da ja wirklich, hat die Wahl zwischen erhängt und erschossen. Ja. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, ich habe, wie gesagt, von meiner Familie gelebt und von den sporadischen Unterhaltszahlungen. Das war alles ungefähr Hartz-IV-Niveau. Und das ging über Jahre, bis Ihre Tochter... Das geht bis heute. Das geht bis heute. Also Ihre Tochter ist ja, jetzt erwachsen. Und also es ist ja im Grunde, wurden Ihnen da nur Steine in den Weg gelegt. Sie wären ja, man kann ja sagen, wenn Sie Ihre Tochter nicht bekommen hätten, hätten Sie sich irgendwie... weil immer gesagt wird, es wird besonders, oder wir hatten es ja auch gerade, es wird auf Alleinerziehende oder überhaupt auf Mütter besonders Rücksicht genommen. Das war bei Ihnen also überhaupt nicht der Fall, wenn man das so hört. Im Gegenteil. Hm? Ja. Sie sagen ganz klar, hatte ich schon vorgelesen, mit BGE wären Sie natürlich ungleich besser dran gewesen. Also da hätten Sie stressfrei Ihre Tochter großziehen können, haben Sie Ihr Studium dann zu Ende gebracht? Oder? Beide abgeschlossen. Mhm. Gut, das haben Sie sich gegönnt sozusagen, das ist also passiert, aber Sie hätten sich halt wahnsinnig viel Ärger und Leid ersparen können während der Zeit, weil, also ich denke mir, wenn Ihre Geschichte so höre, das geht wahrscheinlich auch wahnsinnig an die Substanz. Ja. Ne? Ja. Also es ist ja so, wenn mein Ex-Mann gezahlt hätte, hätte er diese Zahlung von der Steuer abgesetzt. Das heißt, der Steuerzahler zahlt in jedem Fall. Wenn ich verheiratet bin, zahlt der Steuerzahler Steuervorteile an den Ehemann nach Steuerklasse 3. Also zahlt der Steuerzahler mich. Wenn mein Ex-Mann den Unterhalt zahlt, zahlt der Steuerzahler, weil er das von der Steuer absetzen kann. Wenn ich zum Amt gehe, verlangt das Amt eine Gegenleistung von mir für dasselbe Geld, was es zahlen würde, wenn ich verheiratet wäre oder
wenn er zahlen würde. Das ist nicht gerecht. Nee, ist ein Wahnsinn, ne? Ja, ja. Wie sieht es denn heute aus, Ihre heutige Situation? Also Ihre Tochter ist jetzt für sich selber sozusagen zuständig. Wie sieht es bei Ihnen heutzutage aus, beruflich? Ich kämpfe jetzt in Hartz IV professionell. Cool. Gegen Hartz IV und also, gegen diese Ungerechtigkeit. Ja. Denn mir wird erzählt, der Steuerzahler zahlt mir mein Geld und ich soll dafür arbeiten. Ich bin der Meinung, ich habe schon dafür gearbeitet, ich bin in Vorleistung gegangen und verlange jetzt mein Geld. Ich habe 18 Jahre am Stück ohne Urlaub und ohne Wochenende mein Kind alleine großgezogen. Das sind 54 Jahre am Stück und ich möchte jetzt Rente und zwar 3 Punkte und nicht 2 Punkte und in einer anständigen Höhe. Was sagt Ihr Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin dazu? Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie eine EGV. In 10 Jahren nicht. Was ist eine EGV, um das mal für die Zuschauer zu wissen? Eine Eingliederungsvereinbarung. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Ich habe die noch nie gehabt. Aber ich habe jetzt seit 3 Monaten einen VA. Ich soll zum medizinischen Dienst, weil ich nicht erscheine auf dem Amt. Ist Ihnen dann nicht das Geld gestrichen worden, wenn Sie nicht erscheinen? Oder? 2x10%. Ja. Aber jetzt im Moment ist wieder alles. Und da. Warum sollen Sie zum medizinischen Dienst? Ob Sie alle Tassen im Schrank haben, weil Sie nicht auf dem Amt erscheinen? Oder? Nein, weil ich die Meldetermine nicht einhalte, weil ich dort nicht mehr erscheine. Das ist ein pathologischer Fall. Nein. Ich habe argumentiert, dort gibt es keine Beratung. Ich teste das seit 20 Jahren. Okay. Mit Geld und ohne Geld, die ist Schrott, die Beratung. Und ich möchte dort nicht mehr meine Zeit verplempern. Das haben Sie auch, ja, wunderbar. Ja, das habe ich so geschrieben. Prima. Das habe ich bei Gericht geschrieben, in der Klage. Ach so, und die läuft im Moment? Die läuft. Wegen der Sanktionen. Okay, wegen dieser 2x20%. Ja, ja. Hm, okay. Gut, Micha, um das zu verdauen, wollen wir eine Pause machen? Machen wir eine Musik. Ich will in keinem Haufen raufen, lass mich mit keinem Verein ein. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Und wir haben hier gerade noch ein bisschen Gemurmel herum, weil, Micha, es gibt im Chat vollste Zustimmung, wie ich gehört habe. Genau, da kommt zu diesem, was da jetzt ausgesagt wurde, volle Zustimmung. Dann machen wir weiter, Juliane. Genau, wir haben hier jetzt auch regen Diskussionsbedarf, haben wir gerade schon während der Musik gesehen. Ich will jetzt mal was in den Raum schmeißen und zwar, wenn ich die Geschichten der beiden Gäste heute oder Gästinnen verstanden habe, dann sieht es so aus, man kann sich also, wenn man einen Ehepartner oder Lebenspartner hat, mit dem man sich nicht mehr so richtig versteht, da muss man sich aber vorher überlegen, bleibe ich jetzt von dem abhängig, mache ich das weiter? Oder gehe ich in die Abhängigkeit vom Staat? Das wäre mit BGE nicht. Mit BGE hätte jeder sein bedingungsloses Grundeinkommen, aber in dem Fall ist es halt so oder ist es richtig? Frigga. Ja, dann reicht mal das Mikrofon rüber. Das dauert jetzt eine Sekunde. Ja, jetzt habe ich das Mikro, genau. Also das ist eine Sache, ich habe das ja nicht nur bei meinem eigenen Fall sozusagen beobachtet, sondern auch verstärkt bei Freunden, Bekannten und so weiter und im Internet, dass eigentlich genau das Thema ist, dass die Menschen voneinander abhängig werden. Ob sie nun vom Arbeitgeber abhängig sind, ob sie von ihrer Kundschaft abhängig sind oder besonders eben auch vom Ehepartner und vom Funktionieren dieser Gemeinschaft. Und das ist im Prinzip das Herabsetzen einer wirklichen Ehe, wo man sich füreinander da sein will und sich unterstützen will, in eine Zwangsabhängigkeitsgemeinschaft beziehungsweise sogar wie Zwangs Ehe. Also die Deutschen sollen nicht mal mit Fingern auf andere zeigen, die irgendwie zwangsverheiraten. Die machen das hier genauso, bloß auf eine wirtschaftliche Weise. Und das ist, finde ich, noch perverser. Gegen das andere kann man sich noch irgendwie, weiß ich nicht. Also da rebellieren sofort alle Herzen und sagen, das ist ungerecht. Aber hier wird das mitgetragen von der ganzen Gesellschaft und es wird mit unterstützt. Die sagen, ja, die hat doch einen reichen Mann, die soll sich mal an den Mann wenden, dann wird sie da irgendwo hingeschickt und soll sich da an die Familie wenden und betteln. Anstatt, dass es heißt, sie hat den gleichen Anteil an der Gesellschaft und auch an den Ressourcen der Gesellschaft und kriegt das gleich ausgezahlt. Und der ganze Verwaltungsaufwand, der dahinter steht, der kann dann auch noch gleichzeitig in einem Abwasch abgekürzt werden.
ich sehe hier das Hauptproblem, dass wirklich dann geguckt wird von den Ämtern, wie man die Leute zusammenstreicht und zusammenbringt, auf eine sehr ungesunde Weise, die sie nicht haben wollen. Und dadurch werden sie erst gezwungen auszuziehen. Also ich weiß von Leuten, die haben auch wohnungstechnisch sich getrennt. Einer ist studieren gegangen, der andere nicht. Dadurch fiel der aus der Bedarfsgemeinschaft raus. Aber er war noch wirtschaftlich abhängig von dem anderen und dann mussten die sich trennen, damit das Kind und die Mutter versorgt werden und der Vater anderswo versorgt war. Sonst hätten die als Familie nicht weiter überleben können. Die hätten dann richtig Hungerprobleme gehabt, weil das Einkommen gefehlt hätte und die Miete nicht gezahlt worden wäre. Rolf, möchtest du was dazu fragen? Ja, also diese Abhängigkeit, dazu vielleicht noch ein Satz von mir hier. Ich habe da eine Bekannte, die mal als Prostituierte gearbeitet hat und die halt von dem Amt gezwungen worden ist, dann da auch wieder weiter zu arbeiten, weil sie ja da einschlägige Erfahrung hat. Das nur kurz dazu. Aber gut, es geht ja jetzt um Verwandtschaftsabhängigkeiten auch, also aber wie Frieger schon richtig sagte, also man kann sich das überlegen, ist man in der Verwandtschaft dann abhängig oder in der Familie oder ist man dann vom Arbeitgeber abhängig oder von irgendwelchen illegalen Jobs in dem Falle, also das, da hat man dann aber zumindest noch die Wahl zwischen erhängt oder erschossen. Frau Kind, was sagen Sie dazu? In reicht mal wieder das Mikrofon rüber, ja. Ja, ich sollte ja direkt in die nächste Abhängigkeit, indem ich den nächsten Mann an mich binde. Also das wurde, war ja eigentlich wurde das, Ihnen geraten, ja, wieder zu heiraten, ja, damit Sie wieder versorgt sind sozusagen. Nein, weil das hatte ich vorher und man soll immer dasselbe machen. Darum geht's. Es geht ja immer um das Denken, einer war so, der war reich, der bleibt reich. Einer ist arm, der bleibt in Hartz IV. Das ist ja das System, was hier funktioniert. Alle, ja, die in Hartz IV sind, bleiben da. Darum gibt es diese Gesetze wie, die sollen keinen Mindestlohn haben, die sollen da bleiben, wo sie sind. Die sollen ja nicht da raus. So ist es, wenn ich verheiratet war, soll ich doch wieder heiraten. Das hatte ich doch, also kann ich das doch weitermachen, ist doch schön, alles prima. Also das bestätigt jetzt meine allerschlimmsten Vorurteile und Befürchtungen, die ich mal so im Kopf ausgesponnen hatte, dass Leute auch in Hartz IV, also ich habe ja erst 2007 sozusagen mit diesem Ganzen angefangen persönlich, ja, das bestätigt meine Vorurteile, dass die Leute gezwungen werden, auch in Beziehungen und gedrängt werden. Und das war wahrscheinlich früher noch mal eine Nummer schärfer als so, ja, sagen wir mal 80er Jahre westsozialisiert, ist noch mal eine andere Situation als in der DDR. Da war das ja als Alleinerziehende nicht ganz so dramatisch. Aber dass das jetzt auch wieder kommt und Prostitutionszwang dazu. Das ist sowas. Genau. Es ist ja Prostitution, in eine Ehe einzuzwingen. Genau. Das ist Prostitution, heißt nur nicht so. Genau, und auch in einer Ehe zu bleiben, genau wie auch einen Arbeitsvertrag auszufüllen, den nicht kündigen zu dürfen. Damit wird eigentlich die Liebe zur Sache oder auch zu einem Menschen abgewertet gegenüber der Prostitution. Und das ist eigentlich die Perversion an der ganzen Geschichte. Das ist also bestätigt auch meine schlimmsten Befürchtungen, wie ich eingangs diese Frage hier in den Raum geworfen habe. Also es ist definitiv so, man kann wählen, ob man abhängig von der Familie oder von irgendeinem Arbeitgeber ist, der einem dann jeden Lohn zahlen kann, wie auch immer er lustig ist. Gut, gibt's da aus dem Zuschauerraum Fragen? Möchte da jemand oder möchten Sie was an eine Frage an Frau Wendt oder an Frau Kind stellen? Ja, wissen Sie. Ja, mein Name ist Jeanette Reich, guten Tag. Ich habe jetzt hier mal noch eine kleine Anmerkung. Also ich finde das ja schon äußerst dreist, wie vorgegangen wird auf den Ämtern. Ich habe da auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Und ich habe jetzt vorhin herausgehört, dass da ein Verfahren läuft, eine Klage, und dass sie gezwungen werden soll, zum medizinischen Dienst zu gehen. Und da kann ich nur davon warnen. Denn was hier passiert in Deutschland und ganz besonders in Berlin und in Bayern, ist, dass jeder, egal wen es trifft, ob es eine Putzfrau ist, ich möchte das jetzt nicht abwertend deuten, ob das ein Professor ist, ein Anwalt, egal wer es ist, inzwischen, da gibt es auch schon einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, zum einen ist es verfassungswidrig, ist es verboten, die Menschen dazu zu zwingen, zu einem medizinischen Dienst oder zu einem psychiatrischen Gutachten zu zwingen. Und das ist die neue Masche, das ist ganz extrem, das hat es früher schon in der DDR gegeben. Das wird immer mehr kommen, diese Anstalten, Einrichtungen werden immer mehr gebaut, die Leute werden immer mehr zwangspsychiatrisiert und Sie müssen eins wissen, sobald Sie mit einem Fuß nur die Tür eintreten, bei einem Psychiater, bei einer Psychiaterin haben Sie schon eine Diagnose, denn die Fragen sind vorgefertigt, die suggerieren Ihnen schon eine, ich nenne es in Anführungsstrichen, Abartigkeit. Das heißt, sie passen irgendwie nicht in die Gesellschaft. Da muss doch was nicht stimmen mit ihnen.
Und dann läuft es auch bei den Gerichten so ab, dass diese ganzen Beschlüsse, was die Richter anordnen oder was da rausgeht an Post, die werden ja nie unterschrieben. Das heißt, diese Leute kennen sie gar nicht. Ein Richter bekommt von irgendeinem Amt oder von irgendeinem Arzt was vorgelegt. Plötzlich flattert ihnen ein Schreiben ins Haus oder was ganz pervers ist. Die stehen plötzlich bei ihnen vor der Haustür und wollen sofort in ihre Wohnung. Und viele Leute sind damit völlig überrumpelt. Eingeschüchtert. Zu welchem Zweck in die Wohnung, das habe ich jetzt nicht so. Ja, die gucken einfach in die Wohnungen rein, letzten Endes, man muss das gesamte Bild verstehen. Die gehen rein, gucken, wie lebt sie, was hat sie, können wir da was holen. Die Fragen, die ihr gestellt werden, sind vorgefertigt. Wenn man sich die genau sieht, sind das alles Suggestionsfragen. Die Leute werden eingeschüchtert, verängstigt. Viele sind natürlich völlig überfordert, weil sie sowas überhaupt nicht erwarten. Ja, und dann ist dieser Arzt, dieser Amtsarzt oder der sozialpsychiatrische Dienst plötzlich da und behauptet, ich habe da einen Auftrag, ich muss da ein Gutachten über Sie machen, und das landet dann auf irgendeinem Tisch bei einem Richter. Wenn es dann zur Verhandlung kommt oder muss nicht mal eine Verhandlung stattfinden, kann es dann auch sein, dass dann plötzlich ein Auto vorfährt und Sie mitnimmt, und dann heißt dann plötzlich ab, jetzt gehen Sie mal 3, 4, 5 Wochen in die Psychiatrie, und da kommen Sie so schnell nicht mehr raus. Ich warne Sie davor. Ich habe sehr viel Erfahrung. Ich habe Hunderten von Anrufen aus ganz Deutschland erhalten. Ich kenne dieses ganze System in- und auswendig. Es ist traurig, die Entwicklung in Deutschland, wie die vor sich geht, wie frustriert die Leute sind durch dieses ganze Hartz-IV-System, dass es eben auch kein Grundeinkommen für alle gibt. Ich kenne auch die Situation, die sie geschildert hat, dass durch leider zerbrochene Partnerschaften, Ehen, Familien leider kaputt gehen und dass einer auf der Strecke bleibt, und meistens sind es nun mal die Mütter mit ihren Kindern. Also dieses ganze Sozialsystem, Sozialgesetze, Familiengesetze lassen doch sehr zu wünschen übrig, und da muss man sich in der Zukunft große Gedanken machen, wie es denn in Deutschland weitergehen soll. Micha, machen wir da eine Musik an dem Punkt? Ich würde höchstens mal noch dazu sagen wollen, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass man alles versuchen sollte, wenn man überhaupt psychiatrische Hilfe braucht oder so, dass man keinen Mainstream-Psychologen, sage ich mal, den gleich aus geschlossene Fenster schmeißen, ne? Weil das ist wirklich, das richtet nur Schaden im eigenen Leben an oder verschlimmert das Ganze, weil der einen immer suggeriert, eben halt, man solle wieder in diesem System funktionieren, und das, ist das Schlimmste. Ansonsten, aber wir wollen jetzt nicht, ich möchte dich nicht unterbrechen. Nee, was ich möchte ganz kurz noch eben halt mit anfügen, soweit wie ich weiß, ist am 2. Mai, gibt es da auch eine Kundgebung zu diesem ganzen Thema Zwangspsychiatrisierung. Ich habe jetzt leider keine, ich habe es zu Hause auf dem Tisch zu liegen, weil wir da eventuell mit einer Kreuzaktion mit uns ranhängen wollen. Ist aber noch nicht spruchreif eben halt. Wollte ich sagen, ist auch ein Thema, wo oft wieder einige dran sind und versuchen, das in die Gesellschaft reinzubringen, weil da sind ja auch wieder die Psychopharmaka, die ganze Pharmaindustrie, die auch wieder daran verdient und so weiter, und die ganze Dienstleistung und, weil es ist ja auch wieder eine Industrie, die da hinten mit dran hängt, ne? Und da erinnere ich mich mal an die Matrix, die hat es ja sehr schön beschrieben. Musik? Soll ich Musik machen? Mach bitte. Mach ich Musik. Radio.de 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Das war eben Silly mit den verlorenen Kindern. Ein Wendestück im Übrigen. Julian, wir machen weiter mit unserem Thema und genau, mit Hartz IV und Frauen und genau, Kindern. Wir kommen von der psychiatrischen Begutachtung, kommen wir wieder zu unserem Thema zurück, und zwar Alleinerziehende und das BGE. Ist man da mit einem BGE besser dran? Ich hatte jetzt so rausgehört, wenn man ein Kind hat als Alleinerziehende, man hat nicht die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, weil der Lohn nicht reicht oder aus welchen Gründen auch immer, ist man durch das Kind also endgültig voll erpressbar. Ist das so?
Also es ist so, dass natürlich das Geld, was man verdienen muss, wesentlich höher sein muss. Also gerade wenn man sich zum Beispiel eine Arbeit sucht, manche Leute haben schon eine, jetzt haben sie Kinder und dadurch, dass sie Kinder haben, sind sie in der Mühle des Hartz-IV-Amtes. Was sie ohne Kinder hätten sie einfach die Möglichkeit, davon zurechtzukommen, von dem Geld. Hm. Jetzt mit den Kindern sind sie teilweise gezwungen, den Job zu kündigen und einen anderen Job anzunehmen. Und zwar auch durch Reinreden des Jobcenters. Sagen wir mal eine 20-Stunden-Hilfe irgendwo. Sprechstundenhilfe kommt nicht aus mit dem Geld, weil sie ein, zwei Kinder hat oder auch mehr. Dann muss sie, wenn das Amt sagt, bei den Arbeitgebern mag es ihnen gefallen oder auch nicht, das ist uns egal. Wir haben hier eine andere Offerte für sie. Sie können im Callcenter arbeiten, ganztags. Da kriegen sie genau den einen Euro, den sie brauchen, um nicht mehr in Hartz IV zu sein. Ah, ja, okay. Dann muss man im Prinzip seine eigene Arbeit, bei der man vielleicht gute Kollegen hat und die auch gut mit Kind zu vereinbaren war, vielleicht, was man sich selber aufgebaut hat, niederlegen und diese andere Arbeit annehmen. Im Sinne von SGB II. Ach, die können einen zwingen, eine andere Arbeit aufzunehmen. Sie können okay. Das machen, das könnten die auch mit mir so machen. Aber bei mir haben das, wie gesagt, noch nicht probiert. Die finden das ganz gut, dass ich das so mache und lassen mich in Ruhe. Aber bei manchen Leuten machen sie es so. Ich weiß es von einer Alleinerziehenden, da haben die gleich beim Kennenlernen, beim Erstgespräch im Jobcenter gesagt, ach, wenn das Kind der Grund ist, dass sie hier nur halbtags arbeiten wollen, na dann hätten wir gleich eine Maßnahme Zeitmanagement für sie, damit sie mal lernen, so richtig klarzukommen. Und einer anderen Frau wurde zum Beispiel, weil sie keinen Kita-Platz gefunden hat, da gab es gleich dicke Sanktionen, weil die sich nicht aus Sicht des Arbeitsamtes effektiv um einen Kita-Platz bemüht hat. Also das Kind wird als Erpressungsgrundlage genutzt zum Wohlgefallen dem Amt gegenüber und die Partnerschaft wird immer vorgeschoben. Also du bist vorrangig von deinem Partner abhängig und wenn der Partner auch kein Geld hat oder vielleicht auch weggegangen ist wegen Hartz IV, weil wer lässt sich heute noch mit dem Hartz IV-Empfänger ein? Hm. Also, das müsste man ja eine Macke haben, sage ich mal. Ich kenne jemanden, der hat sich mit einer Hartz-IV-Empfängerin eingelassen und dann hat er richtig Ärger gehabt dadurch. Und zum Glück sind die beiden bis heute zusammen. Und also, weil er zahlen sollte, oder? Naja, er selber nicht, aber der Frau wurde das Geld gestrichen, aber er hat sie halt gern gehabt und er lässt ja sie und ihre Kinder, die sie aus der Vorbeziehung hat, nicht einfach da stehen im Regen. Nee, schon klar. Und der hat im Prinzip seine Hobbys geopfert, sein Fußball und Saufen waren seine Hobbys und nachher hat er sich umgestellt auf Garten- und Kinderbetreuung wegen diesen Kindern. Und so jemand wird dann bestraft durch Stiefelternunterhalt und soll dann quasi das zahlen, was die anderen nicht zahlen, was der leibliche Vater nicht zahlen konnte und was die Gesellschaft nicht zahlen mochte. Und das ist ein ganz widerlicher Ansatz. Dann wird nämlich dieser Frau, die alleine mit den zwei Kindern da stand, eigentlich die Möglichkeit auf eine Partnerschaft genommen, weil irgendwelche Nachbarn an der Tür gestanden haben, gelauscht haben und gesagt haben, der gönnen wir das aber nicht. Und deswegen sind viele Menschen daran beteiligt. Es sind nicht nur die Ämter, es ist diese ganze Denunzierungsmaschinerie, die da läuft und dieses den eigenen kleinen Vorteil zu haben und vielleicht auch Gerichte, die sich dran freuen. Da gibt es wieder so einen Fall, da kann man streiten, da kann man wieder dran Geld verdienen. Das hängt alles damit zusammen. Hm. Und letztendlich ist es zu Lasten der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Auf jeden Fall, weil Sie auch, Frau Kind, sagte auch im Vorgespräch, hat es ja schon vorgelesen, an Hartz IV verdienen die falschen Ärzte, Pflegefamilien, Richter und so weiter und so fort. Das nochmal zum Thema Abhängigkeit durchs Kind. Ja, wie jetzt durch mich. Weil ich nicht erschienen bin, soll ich ja zum medizinischen Dienst, nicht zum psychologischen Dienst. Da verdienen also diese Ärzte, die ja angestellt sind bei den Arbeitsämtern oder Jobcentern. Sind ja keine Ärzte. Ich sage immer, also Gutachter sind für mich keine Ärzte, sondern wenn man sich als Arzt zum Gutachter machen lässt, dann ist man seinem Brotherrn verpflichtet und ist in dem Moment kein Arzt mehr. Ne? Ja, gut, aber Hartz IV ist ja 391 Euro. Ich weiß nicht, wer die Düsseldorfer Tabelle kennt für Unterhalt. Ist ja für 6- bis 11-jährige minderjährige Kinder die Summe, die ein Unterhaltspflichtiger zu zahlen hat. 391 Euro ist die Unterhaltssumme für 6- bis 11-Jährige. Wenn ein Unterhaltspflichtiger 391 Euro zahlt für ein 6- bis 11-jähriges Kind, hat ja dieses Kind noch den Unterhaltsfürsorgeteil des Elterns, der Elternschaft. Also einen, der zahlt und einen, der die Fürsorge macht. Hm. Das Kind hat also theoretisch zweimal 391 Euro. Einmal in Geldzahlung, einmal in Sachleistung. Mhm. So, die Erwachsenen in Hartz IV haben nur die Geldzahlung. Die haben also so viel Geld wie ein 6- bis 11-jähriges Kind laut der Düsseldorfer Tabelle. Das ist zu wenig, das kann man daran schon sehen, weil es ja eigentlich das Doppelte sein müsste. Jetzt kommt mein Gedankenbogen. Ich habe eine Eilklage laufen auf 628 Euro im Monat Regelsatz, weil das die Summe ist, die Kinder, die aus Hartz-IV-Familien genommen werden in Bremen, diesen Satz bekommen. Das ist zweimal der Kindersatz von 275 Euro plus Miete.
Also bekommen die in Pflegefamilien? Ne? Die bekommen das in Pflegefamilien und der Satz für Erwachsene in Hartz IV müsste auch mindestens doppelt so hoch sein, weil das ja logisch ist. Mhm. Der ist ja viel zu niedrig. So, jetzt muss man sich überlegen, warum werden die Kinder aus den Hartz IV-Familien genommen? Weil die Eltern sanktioniert wurden. Warum werden die sanktioniert? Darf ich da mal eben einhaken? Werden Kinder aus Hartz-IV-Familien genommen, sobald die Eltern sanktioniert werden? Ist das gang und gäbe oder ist das, sind das Einzelfälle? Ja, weil dann können ja die Kinder nicht mehr vollumfänglich betreut werden. Das Geld ist ja zu gering. Genau, ja, das ist klar. Aber dann werden die Kinder rausgenommen dann, und in eine Pflegefamilie getan. Genau, und in der Familie bekommen sie einmal den doppelten Satz plus Miete. Diese Pflegeeltern bekommen 220 Euro Gehalt für ihre Erziehungsleistung plus mindestens 80 Euro Versicherung und Rentenpunkte und, und. Jetzt frage ich mich, warum bekommen die Pflegeeltern mehr als die Leiblichen? Das ist nicht in Ordnung. Rieke? Ja, dazu möchte ich auch gerne mal was sagen. Also dahinter steckt natürlich wieder irgendwie so ein System. Es ist ganz interessant, dass die Ämter einen zwingen, möglichst früh sein eigenes Kind wegzudelegieren an andere, wo andere dann an deinem Kind Geld verdienen sollen, damit du Zeit hast, Geld zu verdienen, vielleicht sogar, wie es in meinem Fall ist, an anderer Leute Kinder, weil ich so experimentiere Sachen, so ich mache so Experimente mit Kindern und Jugendlichen und damit ich dann sozusagen Geld verdiene an anderen Kindern, soll ich mein Kind irgendwohin verkaufen. Und diese Denkweise ist dann absurd, da könnte man natürlich darauf kommen, dass zwei Eltern, also ohne Vaterschaftsanerkennung, Kinder bekommen. Einer nimmt das eine Kind, der andere das andere. Dann tauscht man die immer täglich aus für Tagesmutter, Tagesvater und arbeitet dann mit dem anderen Kind und geht zusammen auf den Spielplatz. Also so eine kranken Ideen, die werden provoziert von diesem System. Die Ideen, so krank sie sind, sind aber meiner Meinung nach nicht irgendwie so eingeplant. Das ist einfach die kranke, also das kranke Ergebnis von nicht nachdenken oder ist das so eingeplant? Das ist eingeplant, das ist Arbeitsbeschaffung. Okay. Für die Leute, die keine Kinder haben, diese Pflegeeltern, gibt es einen Job und die eigenen Leiblichen müssen irgendeinen anderen Job annehmen. So, weil nämlich die Pflegeeltern sogar aufgefordert werden, nicht zu arbeiten. Dort sich um die darf man Kinder nicht arbeiten, weil man ja bereits diese Erziehungsleistung als Arbeit definiert. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist krank. Das ist krank, dass die leiblichen Eltern nicht die Arbeit machen dürfen und 220 Euro plus 70 oder 80 Euro plus Rentenpunkte bekommen, sondern nur die Fremden. Das ist krank und das ist gewollt, weil wir nämlich nach meinem Gefühl in Wahrheit 12 Millionen Arbeitslose haben. Ja, also dass die Leute dann gezwungen werden, nicht mehr zu arbeiten, das ist mir jetzt auch so ein bisschen neu, weil ich das von anderen Fällen kenne, dass man die dann zwar nett behandelt hat im Jobcenter, aber schon gesagt hat, immer noch die Schuld, du musst ja dann aber auch für dich sorgen. Dein Pflegekind ist versorgt, aber längerfristig musst du auch zusehen, es ist immer diese Schuld. Du kannst, wenn du ihn auf die eine Seite nicht erpresst, dann erpresst du von der anderen Seite. Entweder sollst du nicht arbeiten, weil du ein Kind hast, das zeigt eigentlich, dass die Mütter eigentlich schlecht sind, wenn sie arbeiten gehen, du sollst dich schuldig fühlen, wenn du eigentlich Lust hast, eine Arbeit zu machen. Dann aber sollst du arbeiten gehen, damit du erstmal dein Kind ernähren kannst. Da haben sie auch mal jemandem gesagt, ja, also erstmal sollen sie arbeiten gehen, dann können sie ja ihrem Kind ein schönes Leben machen. Aber erst dann, ne? Erstmal, wenn sie der Gesellschaft gedient haben. Und daher hintersteht diese Idee, das eigene Kind ist wie ein Hobby. Genau. Gerade auch bei den Vätern. Also Vater sein wird ja eigentlich noch mehr bestraft als Mutter sein. Also da, wenn man da seinen Unterhalt zahlt, kann es ja ganz schlimm sein. Genauso schlimm, wenn man ihn nicht zahlt. Und wenn man dann aber, sag ich mal, es geschafft hat, sein Kind wegzubringen und wegzudelegieren, dann ist man in der Gesellschaft jemand Schlechtes. Dann heißt es, der hat sich ja nie um sein Kind gekümmert und so weiter. Oder die ist ja nie da fürs Kind. Also wie man es macht, macht man eigentlich verkehrt. Und deswegen ist die klügste Entscheidung dann im Sinne des Systems, keine Kinder zu bekommen, konsequent das zu verweigern. Was ja auch viele, wie man sieht, es wird ja immer geschrien, wir haben nicht genug Kinder. Was ja auch, wofür sich dann ja auch viele letztendlich entscheiden. Micha. Ja, ich würde ganz kurz noch was dazu sagen wollen, weil ich habe gelesen, dass zum einen der Jörg, der weiß nicht, dass wir jetzt Radio machen und ruft mich gerade an. Da müssen wir mal noch mal irgendwie da mit Handy ihm reden. Abstellen. Ja, wir machen Radio. Handy ist. Ich habe gelesen, dass es einen neuen Maßnahmenkatalog wird vorbereitet, dass die Sanktionen alles nochmal verschärft wird. Unter anderem, wenn man eben halt nicht mehr erscheint, dass man dann voll sanktioniert werden kann ohne Anhörung. Das will man demnächst durchsetzen. Das heißt also Verurteilung und Durchsetzung dann alles in einem, also Anklage, Verurteilung ohne Verteidigung. Nochmal alles in einem. Alles in einem gleich durch. Und
einfach nochmal passend, dazu muss ich einfach mal den Wendeberaterspruch rüberschicken. Ist das ein geiles Geschäftsmodell? Die Gesellschaft verkauft mir ihre Unfähigkeit als meine Schuld. Und das ist ein Grundprinzip hier in unserer Gesellschaft. Aber ich mache jetzt erstmal ein bisschen Musik. Nach der Musik macht der Rolf seine Satire. Und weil immer, wenn wir hier die Musik spielen, natürlich nochmal eine heiße Diskussion gleich anläuft, würde ich mal bitten, mal darauf zu verzichten, weil das Lied, was ich jetzt spiele, das mache ich nicht ohne Absicht, weil ich find's sehr passend. Wir sollen zuhören. Sind so kleine Hände, wenn's hier Finger dran, darf man nie draufschlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße. So, jetzt hier mit der Satire. Tja, ein Artikel des Fokus über die immer weiter steigende Sanktionspolitik der Jobcenter, den mir der Micha letzte Woche Donnerstag früh hat zukommen lassen, war bereits zum Mittag nicht mehr abrufbar. Niemand redet von Zensur. Wo herrscht denn bei uns bitte schön Zensur in den deutschen Medien? Nirgends! Eine Zensur der Medien findet immer nur in anderen Ländern statt. Bei uns niemals. Und aus Pastorentöchtern, der Supermarkt in der Pasteurstraße hier am Prenzlauer Berg soll, um die Versorgung der Bevölkerung ortsnah, so hieß es, zu gestalten, auf die Wiese an der Margarete-Sommer-Straße direkt am Friedrichshain verlegt werden, weil man auf dem bisherigen Supermarktgelände in der Pasteurstraße, wer hätte das gedacht, ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten will. Eine alte Frau am Krückstock oder aber eine junge Mutti mit Kinderwagen braucht für diese Entfernung mindestens eine halbe Stunde. Ortsnah, ortsnah. Damit ist nicht Bernau, Oranienburg oder Erkner gemeint. Und noch eine Meldung aus meinem Lieblingsstadtteil. Die Bezirkspolitik möchte in den Sanierungsgebieten Kollwitzplatz, Teutoburger, Helmholtzplatz und im Winz- und Bützow-Viertel die Mieter stärker vor Verdrängung schützen. Also nachdem ich diese Meldung gelesen habe, habe ich spontan so laut gelacht, dass meiner Nachbarin, der Ronja, doch gleich die Finger von ihrer Playstation abgerutscht sind. Ich musste dann erstmal abchecken, ob die Zeitung, in der das stand, wirklich aus dieser Woche ist oder aber ob die vielleicht schon vor 20 Jahren erschienen ist. Ich darf mal unseren Bezirksbürgermeister grüßen. Guten Morgen, Herr Köhne! Mittlerweile sind die einzigen Mieter in den genannten Gebieten wirklich verdrängt. So schnell kann es gehen. Flutsch und schon sind 20 Jahre vorbei. Lieber Herr Köhne, das, was Sie da mit den angeblichen Sanierungsgebieten, die leider alle schon saniert sind, vorhaben, das ist ja, als wenn Sie eine Mutter von 4 Kindern als 18-jährige Jungfrau auf dem Bazar von Bassa verhökern möchten. Da wundert es mich dann langsam auch nicht mehr, dass jeden Tag aufs Neue BVG und S-Bahn vom Berufsverkehr überrascht werden. Ah! Why, Titty? Charts, danke für eure Treue. Bald gibt's ein Album dafür. Bis zum nächsten Breit-Titty-Tag. Halt dein Maul! Nach Bettina Wegner vor der Satire hat sich das ja jetzt hier eben nach der Satire selber angesagt. Damit zurück ins Zentrum Danziger 50, seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt bin ich auch nicht mehr ganz so dynamisch, Micha, hoffe ich. So, Juliane, machen wir weiter mit unserem Thema, ja? Genau, wir haben heute das Thema Alleinerziehende und das BGE und Frigga Wendt, eine Gästin heute bei uns, alleinerziehende Mutter, möchte uns jetzt ein Anschreiben verlesen, also ich übergebe. Ja, also ich sage ganz kurz vorher noch was dazu. Gerne. Also wäre das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen,
unabhängig von dem Familienstand und von der Familiensituation ausgezahlt wird, wird bei Hartz IV, aber auch bei den ganzen Hartz IV-nahen Leistungen wie Unterhaltsvorschuss sehr genau geguckt, wer mit wem, wann und wie oft und wo. Und genau darauf basiert jetzt das, was ich hier zu verlesen habe. Es war so, es waren minus 20 Grad an dem Tag. Es war tiefster Winter. Der Vater meines Kindes war als obdachlos gemeldet. Und man kam also, klingelte bei mir an der Tür und sagte, es ist das Jugendamt. Ich dachte, oh Gott, haben die Nachbarn jetzt Angst, weil die Geburtstagsfeier meines Sohnes so laut war? Na gut, ich mach mal die Tür auf. Sie standen oben. Ich sagte, präsentierte mein gesundes Kind und sie sagten, nee, wir wollen nicht nach ihrem Kind gucken, sondern wir wollen überprüfen, ob sie in ihrer Wohnung alleine leben mit ihrem Kind. Und dann gab es einen ziemlichen Streit im Nachhinein, die sind nicht in meine Wohnung gekommen und als dann alles gut war, wie ich es dann eingefädelt hatte, schrieb ich dann zum Dank meiner Unterhaltsvorschussbewilligerin. Sehr geehrte Frau R., vielen Dank für die Unterstützung der Alimentierung meines Sohnes durch Unterhaltsvorschuss bis November 2012. Wahrscheinlich hören Sie das nicht oft, aber ich bin Ihnen dankbar, besonders für den kleinen Streit, den wir Anfang 2009 einmal hatten. Sie müssten den in den Akten finden. Aus den von Existenzängsten, amtlicher Familienkontrollsucht und Wut entstandenen schlaflosen Nächten, gekoppelt mit meinen positiven Visionen, sowie meinem Mut als ausgezeichnete Futuristin, habe ich mich inzwischen zu einer durch und durch trainierten Lebensreformerin entwickelt, die oft nichts anderes im Sinn hat, als die Menschenunwürdigkeiten unseres Sozialstaates aufzuheben. Man kehrt vor der Haustür mit der Kraft, die man dazu bekommen hat, und gewinnt dadurch Kraft für die weiteren Herausforderungen weltweit. Der Kontakt zu Ihnen war einer der wichtigsten Entscheidungsgrößen auf meinem Weg und ich danke Ihnen dafür. Wer weiß, vielleicht hätte ich sonst einen anderen Karriereweg verfolgt? Damals glaubten Sie mir nicht, politisch zu handeln, als ich den Vater meines Kindes aus Prinzip verteidigte, indem ich ein Quäntchen Verständnis für seine Lage aufbrachte, die ich weder mir noch Ihnen wünsche. Doch heute werden Sie wohl nicht anders können, als mir zu glauben, dass ich die von mir empfundenen Schikanen sinnvoll genutzt habe, um tiefgehend politisch zu wirken. Jemand, der dies noch umfassender tut als ich, ist Ralf Böß, ein Freund und Vollzeit ehrenamtlich Aktiver für das bedingungslose Grundeinkommen. Anmerkung, damals wies ich auf sein aktuelles Sanktionshungern hin. Für den Fall, dass auch in Ihrem Amt Diskussionen und Debatten diesbezüglich anstehen oder kritische Fragen oder Anregungen zum Prinzip des Grundeinkommens in Ihren Reihen auftauchen, möchte ich Ihnen meine Informationsdienste gern anbieten. Gern komme ich gegen Honorar, da freut sich das Jobcenter, oder ehrenamtlich vorbei oder empfehle Ihnen das Programm der bgelobby.de. Mit besten Grüßen und seien Sie sich gewiss, dass ich Ihnen nicht mehr grolle, da Sie auch nicht anders konnten in Ihrer Ohnmacht gegenüber einem Gesetz, und dass ich mich entschuldige, falls damals mein Tonfall etwas zu harsch gewesen ist. Frigga Wendt, Akkumensch und Mutter von M. Baixen des de les orelles fins aquí al costat del cor. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Und wir haben ja am Freitag eine tolle Demo gemacht mit Kreuzen vor der Willy Brandt-Zentrale, vor der BGE-Zentrale eigentlich. Und ihr macht wieder vor der Agenda 2010. Zentrale, genau. Und ihr macht wieder so eine Kreuzaktion, Micha, am Samstag nach dem Ostermarsch neben der neuen Wache, ja? Genau. Wir stehen am Ende des Ostermarsches mit den Kreuzen und machen dann vom 1. Mai bis zum 24. Mai, um so bestmöglich oder größtmöglichen politischen Schaden anzurichten, machen wir jeden Tag eine Kreuzaktion. Und wir haben auch jetzt am Samstag, also gestern, eine Kreuzaktion gemacht vor dem Campus Daniel. Dort ist eine kirchliche Einrichtung, dort gab es eine Konferenz zum Thema Arbeit und da haben wir es sogar schon in die Abendschau geschafft. Wow, gut. So, und wir machen mal zwei Fälle, Frigga und ich machen mal zwei Fälle. Frigga, möchtest du anfangen, mal hier das Vorlesen von dem Neugeborenen?
Ja, also ein Neugeborenes ist verstorben im Mai 2007 in Wuppertal. Der Säugling wurde unmittelbar nach der Geburt von der eigenen Mutter erstickt. Das ungeborene Mädchen war schon während der Schwangerschaft ein Problem für seine Mutter. Diese, 23 Jahre alt, war bereits Mutter eines Sohnes und als Metallarbeiterin beschäftigt. Sie fürchtete akut um ihren Arbeitsplatz und verheimlichte daher die ungeplante Schwangerschaft. Kurz nach der Geburt erstickte sie ihr Kind in der Badewanne und versteckte es in einem Plastikbeutel im Keller. Die Mutter wird wegen Totschlags verurteilt. Doch die widrigen Umstände, die unter anderem auch zu zahlreichen Spätabtreibungen führen, stehen nirgendwo vor Gericht. Ungeborenes oder unbekanntes Ungeborenes, abgetrieben im Februar 2014 in den Niederlanden. Ein unbekanntes Ungeborenes verstorben in einer Abtreibungsklinik in den Niederlanden im Februar 2014. Eine Berliner Mutter versorgte ihren erstgeborenen Sohn aus den Einnahmen ihres Gewerbes, in dem auch der werdende Vater geringfügig beschäftigt war. Das Ungeborene gedieh gut und die Eltern freuten sich auf den Familienzuwachs. Als das Geschäft aufgrund der Schwangerschaft und fehlenden Kaufkraft nicht gut lief, bekamen die Eltern massive Zukunftsängste. Die Mutter hatte schon einmal Hartz IV bezogen und fürchtete Schikanen für sich und ihren großen Sohn. Der inzwischen depressive Vater zog sich zurück. Aus Sorge um sich und ihr großes Kind entschied sich die christliche Frau unter starkem psychischen Leid zu einer in Deutschland verbotenen Spätabtreibung in den Niederlanden. Und dieses Schicksal teilen unzählige andere Kinder oder ungeborene Kinder. Wer mehr Informationen über diese Initiative haben möchte, kann das finden auf www.die-opfer-der-agenda-2010.de. Ja, Juliane. So, jetzt müssen wir erstmal hier kurz Luft holen. Ist jetzt vielleicht ein Sprung oder ein Break, wie immer man das nennen möchte, aber Frau Kind hatte mir während der Musik noch oder hatte einen interessanten Gedanken geäußert und ich übergebe jetzt mal an Sie, dass mal dem Publikum mitteilt. Ja, wir Mütter schaffen Arbeitsplätze. Erstens Hebamme, Ärzte, Krankenschwestern, Richter, Gerichte, Staatsanwälte, Kindergärtner und so weiter, Lehrer. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Denn die alle hätten gar kein Einkommen, gäbe es keine Kinder. Zweitens, wir geben unheimlich viel Geld aus für Anschaffungen, die kinderlose Menschen nicht tätigen müssen und zahlen dadurch Steuern. Das wird nicht berücksichtigt. Warum bekommen wir kein Gehalt? Es wäre doch der Anfang, ein BGE für Mütter auszuzahlen, als Übergang zum allgemeinen BGE. Das ist meine Meinung. Stattdessen wird man als Bittsteller hingestellt. Ne? Richtig. Ja. Da ist eine Publikumsfrage an Frau Kind. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Maurice Ziegler. Ich habe keine Frage, möchte aber doch ergänzend sagen, es gibt ja seit 92 ein Urteil. Das wurde maßgeblich durchgetragen durch den Richter Jürgen Borschert vom Landessozialgericht in Darmstadt, der nämlich eingefordert hat und vor dem Verfassungsgericht auch durchgesetzt hat, dass die Arbeit, die Erziehungsarbeit als ein wesentlicher Bestandteil dieser Gesellschaft gilt und alleine schon in der Rentendiskussion überhaupt nicht den Niederschlag findet. Also ich denke, man ist nicht als Kindhabender nicht nur im Hier und Jetzt benachteiligt, sondern eben auch in der kompletten Lebensplanung hin auf die Rente. Das ist auch ein Aspekt, den man, denke ich, nicht unterschätzen dürfte. Ja, vielen Dank. Das ist zum Beispiel in linken Kreisen auch immer wieder eine Forderung, dass Mütter eben für ihre Erziehungsarbeit bezahlt werden müssen. Das findet aber so in der öffentlichen Diskussion kaum Gehör. Also da wird eigentlich, ich lese da nichts drüber. Frigga, was sagst du dazu? Bitte auch unbedingt die Väter. Also der ganze Unfrieden, der entsteht auch dadurch, dass die Gesellschaft immer so mutterfixiert richtig arbeitet. Und das möchte ich einfach mal klarstellen. Also so viel Streit ich mit dem Vater meines Kindes auch habe. Also wenn es dem besser gehen würde, dann hätten wir auch nicht so viel Ärger untereinander gehabt. Und das Kind hätte weniger Ärger gehabt und wäre weniger in Mitleidenschaft gezogen worden durch diese ganzen Umstände. Aber das eben auch noch mal ganz klar, was Frau Kind gerade gesagt hat, zu bedenken an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Mütter eben keine Bittstellerinnen sind, die den Steuerzahler Geld kosten, sondern dass ein Kind eben unglaublich viele Arbeitsplätze ermöglicht und schafft. Ne?
Micha, wollen wir da eine Musik machen? Oder da haben wir noch eine Zuschauerfrage. Rolf, gehst du nochmal hin? Also auch da nochmal vielleicht die Ergänzung. Ein großer Nutznießer dieser ganzen Diskussion ist, sind ja auch Vermieter. Jeder Mensch, jedes Kind, jede Frau, jeder Mann muss irgendwo leben. Und ich meine, die ganzen Gelder, die in Form von ALG II bis hin zu Jobcenter-Geldern in die Mieten bezahlt werden, man könnte das locker zugunsten der Empfangenden, dass sie das in Eigentum umwandeln. Das wäre durchaus möglich, spielt aber überhaupt in der politischen Diskussion keine Rolle, sondern es werden natürlich mit dem bestehenden System Machtverhältnisse aufrechterhalten. Das auf jeden Fall, das ist ein guter Kommentar, eben dieses Aufrechterhalten von Machtverhältnissen und zwar auf dem Rücken der Eltern, ne? Und besonders der alleinerziehenden Eltern. Micha, Musik oder... Ja, greifen wir uns mal die Musik, Micha, greif dich erstmal das Mikrofon. Das Mikrofon, weil... Nicht vor sich hin und dann... Ja, weil, ich auch eigentlich noch den Kommentar reinwerfen wollte, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, ja, diese ganze Unterhaltsstreitigkeit, die ja eigentlich erst wirklich nochmal das Ganze, eigentlich die Trennungsphase, ja dermaßen vergiftet und auch von der Gesellschaft her geschürt auch nochmal vergiftet, dass das auch total entspannen würde und... ja, man wirklich ja prüfen kann, warum, wieso man sich trennt. Nochmal der Maurice. Ja, sorry nochmal, aber auch da möchte ich von dieser Runde aus vielleicht mal wirklich einen Gruß der Solidarität richten an die ganzen Menschen, die sich mit dem Themenkreis der Zwangsräumungen beschäftigen, die ja letztlich genau dieses Problem des Mietenmüssens, also einen Unterhalt zu haben, weil es ist wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen. Die eine Initiative hat durchaus mit der Hartz-IV-Szene, mit der Zwangsszene zu tun. Also wir müssen einfach gucken, dass wir da die gesamten Zusammenhänge einfach sehen und sehen, dass dieses BGE ein ganzes Feld von Problemen, ein ganz anderes Klima schaffen würde in dieser Gesellschaft. Also danke. Im Grunde die ganzen Machtverhältnisse auch entzerren würde, wenn man das so sieht, ne? Wenn man das von vorne aufbröselt. So, Musik? Jo, bitte. Machen wir. Sambalele tá doente, tá com a cabeça quebrada. Sambalele precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolele. Samba na barra da saia. Wir sind am Ziel. Maschinen erarbeiten unser Einkommen und stellen uns für soziale sowie kulturelle Arbeit frei. Der BGE-Papst informiert, diskutiert und beantwortet Fragen rund um das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Jeden zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, bedeutet, dass jeder Bürger ein garantiertes monatliches Einkommen als Existenzgeld erhält. Die Sendung will Menschen über das BGE aufklären und dazu anregen, sich mit diesem innovativen Thema zu beschäftigen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bge-film.de und www.bge-archiv.de. Hier ist der Grund dafür, das Grundgesetz zu praktizieren. Du willst genau wie ich deine Würde nicht verlieren. Der BGE-Papst, jeden zweiten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Du bist der Grund dafür, das Grundgesetz zu praktizieren. Du willst genau wie ich deine Würde nicht verlieren. Deine Würde nicht verlieren. Sendeschöne Heiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Heute wieder aus dem Zentrum Danziger 50 im Prenzlauer Berg. Und ich darf da nochmal nachsetzen. Einen Satz, wir haben im UKBIT am Donnerstag, die Ronja und ich, mal die Hartz-IV-Sätze aufgedröselt, was, wie viel, wofür gedacht ist. Und haben also beide da festgestellt, die Hartz-IV-Sätze sind definitiv wesentlich zu niedrig angesetzt. Aber das ist ja eigentlich schon ein paar Mal moniert worden, ne, um es mal vorsichtig zu sagen, aber juckt ja keinen.
Frau Kind, Gast heute bei uns, alleinerziehende Mutter mit einer mittlerweile erwachsenen Tochter, hat während der Musik noch was Interessantes gesagt und das wollen wir natürlich den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Bitte schön. Ja, als Transfer-Fairleistungsempfängerin mit 391 Euro im Monat soll ich ja noch eine Gegenleistung an den Steuerzahler zurückzahlen, obwohl ich ja schon genug gezahlt habe und in Vorleistung gegangen bin. Dann habe ich also ausgerechnet, die anderen Transferleistungsempfänger wie Politiker, die circa 15.000 Euro im Monat vom Steuerzahler erhalten, müssten, wenn sie kinderlos sind, wie Frau Merkel, Frau Schawan, Herr Westerwelle, Herr Wovereit, Herr Beck, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, also für ihre 15.000 minus 400 Euro Mietanteil 37 Kinder gebären und alleine großziehen. Also, gut, das klingt jetzt erstmal so lustig, aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das natürlich so lustig gar nicht. Also das, ja. Dann sieht man die Relation. Wollte ich gerade sagen, ja. Frigga? Ja, das ist sehr lustig und verrückt gleichzeitig, weil das gar nicht bedacht wird, weil wieder mit zweierlei Maß gemessen wird. Die einen sind gleicher als die anderen, das kennen wir ja schon irgendwoher. Zumindest die, die auf der einen Seite, auf der östlichen Seite gewohnt haben, die kennen das schon. Die einen sind gleicher als die anderen und nehmen sich das einfach so heraus. Und diese Berechtigung, da zu sein und auch Geld zu kriegen, die ist eigentlich das Problem. Was wir machen und was wir nicht machen und wie wir das untereinander tauschen, das sind eigentlich unsere Spiele. Und das sollte auch nur als solches gewertet werden, wie wir Dinge untereinander, verkaufen oder weitergeben. Aber das Existenzrecht, was da ist, das sollte einfach für jeden da sein. Und einfach diese Vision vom Grundeinkommen ist da einfach, ich bin ein Kind dieser Erde. Das ist auch ein schönes Projekt, wo Michael jetzt auch gerade irgendwie so dran arbeitet. Und das sage ich auch schon lange. Ich habe genau den gleichen Anteil, erstmal dasselbe Recht auf die Ressourcen dieses Planeten wie jeder andere auch. Und vielleicht erzählt Micha dazu nochmal ganz kurz das schöne Bild von dem Menschen, der alleine auf dem Planeten ist und dann plötzlich ein weiterer dazukommt. Genau, genau. Also das Projekt, was ich halt demnächst anstoßen will, ist eben halt, ich bin ein Kind dieser Erde. Und deshalb steht mir eben halt Kindergeld bis zum Lebensende zu. Punkt. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und weil Frigga es eben angesprochen hatte, mit diesem Bild, ich habe ein Bild vor Augen, da bin ich hier ganz alleine auf diesem Planeten eben halt und ich gehe an die Quelle, ich gehe in den Wald, mir Beeren pflücken oder schießen eben halt, mach mir noch eine schöne Pilzsoße dazu und so weiter. Also ich nutze einfach die Ressourcen dieses Planeten, bis dann ein zweiter kommt, der auf einmal sagt, dieses Land mit der Quelle ist mein Land. Dieser Land mit dem Wald ist mein Land und so weiter. Und ich dann sage, ja, aber wie komme ich jetzt an meine Wasser und an meine Beeren und so weiter? Ja, kannst du von mir kaufen? Sage ich aber, okay, von dir kaufen? Von was? Na, du kannst doch für mich arbeiten, ja? Und das Komische ist eben halt, die Gesellschaft haut dem jetzt keiner aufs Maul, weil der mich von den Ressourcen alles trennt, sondern sagt noch, ja, klar, und wollen wir mal noch über Mindestlohn vielleicht noch verhandeln und so weiter, ja. Also geht in die innere Kündigung, geht in die ins Stockholm-Syndrom hinein und ist noch dankbar für die Drecksarbeit, die man dann noch machen darf. Ja, auch vielleicht da möchte ich noch mal ein Bild in die Runde werfen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass alle Tätigkeiten, die ein Mensch, die wir alle hier auf dieser Welt haben, wenn man sich das alles als einen großen Baum vorstellt, dann kann man sich vorstellen, an diesem Baum der Apfel der Erwerbsarbeit hängt. Und die Politik und alle Menschen um uns herum erzählen uns dauernd, dass dieser Apfel es sei, der den Baum ernährt. Ich glaube, das Bild zeigt ganz gut, wie absurd unser Arbeitsbegriff ist, unter dem nämlich dann eben nicht die Erziehung von Kindern als Arbeit gewertet wird, aber zu den 80% Arbeit gehört, die die Gesellschaft machen muss, damit überhaupt erst die 20%, nämlich dieser Apfel, zur Verfügung gestellt werden kann. Danke. So ist es. Okay. So ist es. Frau Kind, Sie hatten da auch noch was zu? Mir fällt noch ein, der Staat zwingt uns per Paragraph 218 Strafgesetzbuch ins Leben, unter der Lüge, wir hätten alle ein Recht auf Leben und das Leben sei schützenswert, um dann im Arbeitsamt die Sanktionen auszusprechen. Sanktionen sind Unterhaltsverweigerung, weil eine Sanktionandrohung ist Gewaltbereitschaft. Eine Sanktion durchzuführen ist Gewalttätigkeit und die Sanktion zu 100% zu streichen, ist Unterhaltsverweigerung zu 100%. Dieser Staat lügt.
kriege. Dann kann man eigentlich nur, oder ich von meiner Position kann da nur allen raten, möglichst wenig diesem Staat, so wie er jetzt aufgestellt ist, abzugeben. Möglichst zu gucken, dass die Gelder, die man einnimmt, in dem Kreis oder in den Initiativen landen, wo sie tatsächlich eine Veränderungsenergie hervorbringen. Deswegen auch das Statement am Anfang, den evolutionären Wandel nur noch wilder zu treiben. Das heißt, dass wir ganz bewusst uns für Dinge entscheiden und zu sagen, ja, wenn es dem Kind schlecht geht oder der Arbeit schlecht geht, entscheidet man sich bitte dafür, was einem wichtiger ist. Und nämlich erstmal nach dem Kind gucken. Und das heißt nicht alleine am Herd stehen. Ich kann auch da auf Ressourcen zurückgreifen, also auf Leute, die vielleicht sich dafür anbieten oder die ich mir dann gezielt dafür suche, indem ich mein Kind zum Beispiel erstmal überall in die Öffentlichkeit mit hinnehme. Ich sage nicht, ich bleibe im Hinterzimmer sitzen, weil ich ein Kind habe, sondern ich gehe damit raus. Und dann sehen auch andere teilweise, wo sie vielleicht sich einbringen können. Die meisten Menschen sind von sich aus hilfsbereit und greifen unter die Arme. Also dieses Rauskommen, sich vernetzen, sich bekannt machen, sich erkennbar machen. Also jetzt nicht auf die Alleinerziehenden allein bezogen, sondern wirklich auf alle Menschen, sich zu zeigen und sich zu solidarisieren untereinander. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das irgendwie machen, damit keiner mehr im Kämmerlein alleine sitzt und Kriege kämpft, die schon 1000 Mal gewonnen und auch schon 1000 Mal verloren wurden, sondern dass einfach klar ist, es ist erstmal gut, dass du da bist, so wie du bist, und du wirst es auch schaffen. Und du wirst es schaffen dadurch, dass andere einfach schon mit dir solidarisch sind. Du fällst nicht ins absolute Bodenlose, wenn dann mal irgendeine Sache auf dem großen Weg schiefläuft. Und gerade mit Kindern lernt man das, dass es immer wieder, es muss immer wieder weitergehen. Man kann nicht einfach sagen, das ist jetzt gescheitert und das lassen wir jetzt so. Das Kind ist da und das Leben geht immer weiter. Und das ist eigentlich das Schöne an Kindern. Deswegen das Wertvollste, wir sitzen hier eigentlich wegen unseren Kindern und unsere Kinder sind hier gar nicht zu Wort gekommen und so weiter. Und ich möchte einfach auch nochmal mich bei meinem Kind bedanken dafür, dass es so einfach, dass ich durch mein Kind so viele Erfahrungen habe und so viele Ideen habe, dass ich so jetzt wirken kann in der Welt. Ohne mein Kind wäre das definitiv nicht der Fall, so wie es jetzt ist und wie es mir jetzt hier geht. Der Weiß. Ja, und da auch nochmal auch wieder eine Ergänzung. Genau dieses innere Kind wieder, nicht nur, das haben wir auch heute noch in uns, und das auch wirklich lebendig und wach zu halten und immer wieder zu überprüfen bei dem, was wir tun, ob das unserem inneren Kind, das noch in uns lebt, auch wirklich gut tut. Aber das ist auf jeden Fall richtig, nur wir werden ja, wie gesagt, es wird uns schwer gemacht, wir kriegen es verleitet, ne? Irgendwie, also es ist auch, was Frigga vorhin sagte, ganz wichtig, aber es wird den Leuten natürlich systematisch ausgetrieben, solidarisch zu sein. Sie werden untereinander ausgespielt, aufgehetzt. Das ist natürlich alles gewollt, ne? Dann kann durchregiert werden. Jetzt wollen wir doch zum Schluss doch noch mal ein bisschen was Positives sagen. Und zwar, wir sind ja auch eine BGE-Lobby-Sendung. Frau Kind, was wäre denn bei Ihnen besser gelaufen, wenn Sie schon damals ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt hätten? Wo wären Sie heute? Ja, erstens wäre mein Leben wahrscheinlich sehr, sehr, sehr langweilig verlaufen. Ich hätte ja diese ganzen, ganzen tollen Erkenntnisse nicht gehabt, die ich jetzt habe, wie dieser Staat lügt und betrügt, hintergeht, Frauen ausbeutet, Eltern ausbeutet, gegeneinander ausspielt. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mich für das BGE einzusetzen oder zu interessieren, weil ich das als Ästhetisierung der Gesellschaft ansehe. Das heißt also, der Staat, so wie er agiert, befördert natürlich den Widerstand, ne? Obwohl genau. Er glaubt, er tut's nicht, aber er tut's dann um drei Ecken schon. Genau, ich fühle mich so ein bisschen wie Reinhold Messner auf dem Familienrechts- und Justizwesen, Jugendamt und Arbeitsamtswesen. Frigga, wie wär's dir heute oder wo wärst du heute mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Würde es dir anders gehen, wenn ja, wie? Also ich denke, es würde mir schon ein bisschen anders gehen. Einfach dadurch, dass ich mich nicht mehr so stark fürs BGE einsetzen müsste. Ich würde nur ab und zu sagen, auch wie schön es ist, dass es das jetzt gibt. Aber im Wesentlichen, also ich hatte mein Leben lang eine Art Grundeinkommen. Meine Eltern haben für mich Unterhalt gezahlt. Das sehe ich schon mal erstmal als Grundeinkommen an. Dann hatte ich später ein Stipendium. Zwischendurch habe ich auch mal ein bisschen Geld verdient aus der öffentlichen Hand letztendlich wieder, weil das über ein Förderprojekt war. So, und jetzt das Geld, was ich jetzt verdiene, auch. Also letztendlich ist das eigentlich nur ein Spiel. Das Geld ist mal dem zugeordnet, zudefiniert und mal dem. Eigentlich habe ich die ganze Zeit diese Art von BGE, nur dass da Bedingungen vorgeschaltet sind. Bei mir pro forma, bei anderen sehr schmerzhaft und massiv.
Und ich würde ansonsten die Arbeit, die ich jetzt mache, einfach intensivieren. Ich würde noch mehr Projekte machen mit Kindern und Jugendlichen, auch mit Erwachsenen. Ich würde mich mehr an diese Raumenergieforschung reinhängen, um ein bisschen konzentrierter zu arbeiten, dass auch da die nächsten Rätsel gelöst werden. Und überhaupt, also wir haben auf der Erde hier so viele Projekte, die wir angehen können. Mhm. Da sehe ich das BGE nur als kleine sozusagen Arbeitserleichterung, dass wir endlich frei sind, unsere Betätigungen aus dem innersten Wesen sozusagen anzugehen. Und uns vor allem um die wichtigen Sachen zu kümmern im Leben. Genau, ganz genau. Also das versuche ich eben auch jetzt einfließen zu lassen in mein Arbeitsdasein sozusagen, was vom Privatdasein nicht zu trennen ist in meinem Fall. Aber es wäre wesentlich entspannter und ich könnte effektiver eben mit anderen Dingen vorankommen, als so wie es jetzt halt ist, wo dann immer noch dieses Gegensein noch so stark ins Spiel kommt, gegen also, etwas sein und nicht nur für etwas sein. Was wir schon eingangs sagte, die Ämter halten einen beschäftigt, ne? Also die sorgen dafür, dass, wie Frau Kind so schön sagte, dass es nicht langweilig wird. Ne? Genau, und wenn es nicht mir schlecht geht, dann setze ich mich für jemand anderen ein, stellvertretend, dem scheiße geht und das würde ja dann auch wegfallen. Ja, also ich habe auf der Seite Opfer der Agenda 2010 einen Gedankenverwandten gefunden, den Fabian Rappel. Alles, was er dort geschrieben hat, kann ich nur Wort für Wort unterschreiben, denn genauso ist es mir gegangen. Micha, kannst du das nochmal eben verlesen, was Fabian Rappel, damit die Zuhörer auch Bescheid wissen? Ja, rede weiter. Ich rede mal weiter, bis er das gefunden hat. Also wir sind hier zwar mit dem Internet verbunden, aber Micha muss mal eben die Seiten wechseln und in etwa, ich wurde ausgebremst, nie beraten. Ja, ich hab's ja auch auf dem Rechner, weil wir ja die Texte selber ja auch, beziehungsweise Frigga hat da ordentlich mitgeholfen, eine Freundin noch im Hintergrund korrigiert, dann die Texte online gestellt, eben halt ausgedruckt auch für die Kreuze, die ersten A5-Flyer gefertigt und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man diese Texte eben halt erarbeitet, überarbeitet und so weiter, man schafft so maximal 3-4 und dann liegt man eigentlich fertig in der Ecke. Ja, und ich kann jetzt mal vorlesen, Fabian Rappel, verstorben am 31. Oktober 2009 in Eichach. Getrieben von Hoffnungslosigkeit nahm sich Fabian das Leben. Fabian Rappel wurde nach seinem Maschinenbaustudium arbeitslos und verzweifelte zunehmend an dieser Situation. Kurz vor seinem Tod trat seine Kritik an der Sanktionspraxis bei Hartz IV und sein Einsatz für das bedingungslose Grundeinkommen hervor. Er sah aber wenig Hoffnung auf Erfolge. Mittels einer selbstgebauten Vorrichtung erzeugte er Kohlenmonoxid in seiner Wohnung, woran er erstickte. An die Arbeitsagentur richtete er folgende Vorwürfe. Ich wurde zu keinem Zeitpunkt beraten, ich wurde belogen, ich wurde gegängelt, mir wurden die Anfrageberatung verweigert, ich wurde abgewimmelt, ich wurde zu keinem Zeitpunkt ernst genommen, ich wurde bedroht, mir wurden Anträge vorenthalten, ich wurde bevormundet, ich werde das nicht noch einmal durchmachen. Reaktion der AGE gab es bis heute nicht. Auch starker Tobak, wa? Ja, das ist starker Tobak, ja. Micha, wenn du schon dabei bist, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, wo man diese Seite im Netz findet, nochmal die Netzadresse, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch nochmal selber anschauen können. Einmal natürlich suchen eben halt in Gedenken an die Opfer der Agenda 2010. Es gibt auch eine Facebook-Seite, die ist eigentlich die Quelle, auch für uns. Wir haben es ja aufgegriffen, haben dann die Kreuze gebaut, eben halt mit dem wir uns regelmäßig hier in Berlin, Potsdam erstmal vor allen möglichen Ministerien und Orte der Obrigkeit und anderen öffentlichen Plätzen hinstellen. Und die Termine kann man dann auch einsehen. Ich bin jetzt im Laufe der Woche dann dabei, alle, die jetzt demnächst kommen, reinzustellen. Das muss immer erst angemeldet werden, polizeilich und so weiter. Infos findet man unter www.die-opfer-der-agenda-2010.de. Könnt ihr euch das nochmal angucken im Netz, Leute, und beziehungsweise wenn ihr im Bekannten oder in der Familie, im Bekanntenkreis, Freundeskreis diesbezügliche Fälle habt, könnt ihr das auch an Micha schicken. So, wir kommen langsam zum Schluss. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Wir haben noch ein paar Ankündigungen, die machen wir erstmal und dann haben wir hier noch ein Schlusswort mit unseren Gästen. Rolf, machst du die Ankündigung? Gut, also die Ankündigung, das sind die üblichen Radioankündigungen, die wir hier im Hörfunk natürlich machen.
Zum einen, dass es hier ab 20 Uhr weitergeht auf rockradio.de mit rockradio.de on Concert. Lühls Live Lounge aus dem BKA Berlin, unter anderem mit dabei André Herzberg, Andreas Albrecht, Hans Rohe, Hans-Werner Olm, Ilka Posin, Julia Noack, Martin Goldenbaum, Stefan Gatti, Unbekannt Verzogen und viele andere. Auch hier ab 20 Uhr auf rockradio.de. Dann die Ankündigung auf die Crazy Words hier am 27. April ab 16 Uhr wieder live. Dann wir drei als Team, Juliane. Genau. Freue mich jetzt schon auf die Band, die dann hier vorbeikommen wird. Ich muss dir das doch mal schicken, wer dann kommt. Ja, und den BGE-Papst in 4 Wochen am 11. Mai. Wen haben wir denn dann da? Da haben wir hoffentlich jemanden von der Partei, die Partei. Und der oder diejenige wird uns die Europawahl erklären. Prima. Und ich kann noch sagen, ich bin nicht dabei. Du bist nicht dabei. Der Klaus von Rockradio wird dann die Technik machen, weil wir mit der Kreuzaktion unterwegs sind. Okay, das wird dann also auch sehr spannend für uns beide werden. Ankündigen möchte ich natürlich noch den OK Beat am kommenden Donnerstag bei Alex auf 88.4. Da schon mal die Vorankündigung. Den OK Beat wird es auch ab Ende Mai und dann ab Juni weiterhin donnerstags ab 13 Uhr dort bei Alex Radio geben. Und wir haben an diesem Donnerstag jetzt dann Künstler aus dem Mauerpark hier am Prenzlauer Berg. Ich freue mich ganz doll drauf. Und auch da schon die Vorankündigung, Pommes Rot-Weiß hier am kommenden Sonntag wieder ab 18 Uhr live aus meiner Küche. Das sind diese Sachen. Jo. Und dann schließe ich mich noch an mit einem Programmhinweis für den 25. Mai. Das ist ja dann eigentlich die nächste Crazy Words Sendung. Wir werden am 25. Mai wieder eine radioaktive Wahlparty machen von 16 bis 22 Uhr. Und die aber dann von dort, wo die Initiative zum Erhalt des Tempelhofer Feldes ihre Wahlparty macht. Das ist schon der Hammer grünes Licht. Einzelheiten müssen wir alles noch klären, will ich nur schon mal sagen. Auch so Juliane guckt gerade ganz verdutzt. Weil ist du, schön, dass ich das auch schon erfahre. Genau. Ich mache es hier mit kund, eben halt, wie gesagt, 25. Mai dann am Tag der Europawahl, am Tag hier in Berlin zum Entscheid. Zum Erhalt des Tempelhofer Feldes radioaktive Wahlparty hier wieder auf rockradio.de. Es gibt noch einen Spruch von mir, lieber Leichtsinn als Wahnsinn, den könnt ihr jetzt deuten, wie ihr wollt. Ja, wir machen so weiter, ne, Frigga? Wir wollen ja auch gerne noch einen Abschlussspruch von unseren Gästen haben oder zumindest ein Abschlussstatement, wie auch immer, Frau Kind. Ein Gruß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, liebe Zuhörer, macht es wie ich, fordert 1470 Euro Regelbedarf als Eilklage. Super, wunderbar. Und ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind. Frigga, ein Schlusswort von dir, wenn du das Mikrofon hast. Ein Gruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich danke den Kindern, die hier so viel Quatsch machen im Hintergrund. Ich danke euch für die Einladung hier, für die Möglichkeit hier, für alles Mögliche zu sprechen und zu plädieren und auch mal was darzustellen. Ja, und ich wünsche allen, die das gehört haben, dass sie daraus das Beste für sich in ihrem Leben machen. Vielleicht auch diesem Filmmann, der heute nicht hierher gekommen ist. Vielleicht hört das ja jetzt im Radio. Der wollte nämlich ein Interview auch mit mir machen über Hart und Harzlich. Da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt oder ob wir den jetzt verschreckt haben. Wahrscheinlich hast du ihn verschreckt, weil er hat sich gehofft, er hat sich erhofft, dass du eine arme Opfer Hartz-IV-Mutter bist, die ein bisschen auf die Tränendrüse drückt, wo er ein bisschen was fürs Herz hat für seine Zuschauer. Aber, Opfer oder faul, das ist so, sind so die zwei genau, Dinge, das asoziale Lumpenpack, das immer lauter kleine Kopftuchmädchen erzeugt. So eine Sprüche hatten wir ja hier schon von gewissen Politikern. Genauso wollen sie es haben. Oder aber die Opfer, die sich bemühen und bemühen und doch nicht ein Stück vom Kuchen abkriegen und immer vor der Fensterscheibe stehen bleiben. Und genau dazwischen liegen aber noch Welten oder außerhalb dessen liegen noch Welten von menschlichem Engagement und auch von der Möglichkeit, mit dem Kind das Leben zu gestalten. Was einfach fantastisch sein kann. Macht's nach. Super Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen, Frigga. Und ich bedanke mich bei Rolf für die Co-Moderation, bei Micha fürs Technisch oder für die Technik. Genau, ich bedanke mich bei den Leuten im Chat, Gast Tine und Rosi, die und hier auch noch eines geschrieben haben. Noch eine kurze Ansage zu unserer Sendung und zwar Klaus von Kiekemer Film war wieder hier, vielen Dank und hat die Sendung mitgeschnitten und ihr könnt die ungefähr ab Dienstag oder Mittwoch im BGE-Kanal auf YouTube anschauen und dann später auch im
YouTube-Kanal von Kiekema Film Berlin. Danke auch an die Anwesenden hier in der Kellerbar, die hier so toll mitdiskutiert haben. Danke.